Servus und herzlich willkommen zum allerersten Video von meiner Fichtelgebirgstour 2020. Das geht heute los, heute ist der erste Tag. Ich möchte euch einfach das Fichtelgebirge zeigen, ein paar schöne Trails zeigen und vor allem ein paar richtig schöne Berge zeigen, ein paar richtig schöne Stellen. Das Fichtelgebirge ist wirklich ein wahnsinnig schönes Gebirge. Ich wohne hier sehr, sehr gerne und es gibt viel zu entdecken. Und da möchte ich euch mit reinnehmen. Heute geht es los mit der Kyseine, Haberstein und Luisenburg. Das sind so ein bisschen die drei Hauptziele, die möchte ich heute mit euch fahren. Ihr seht schon, ich habe heute nicht meinen Rose Beefcake dabei, sondern das Highbike E-Bike vom Rainer. Viele von euch kennen es vielleicht aus dem Kornberg-Video. Ich habe es noch ein bisschen modifiziert mit gescheiten Pedalen und meinem Cockpit etc. Gibt es auch ein Werkstattvideo zu. Ich habe lange überlegt, ob ich mit dem Rose Beefcake fahre oder mir das E-Bike ausleihe. Und es war ein zweischneidiges Schwert, weil das Beefcake macht halt bergab die ganzen Trails viel mehr Spaß als das. Das ist einfach klar. Aber ich wollte trotzdem auch einiges an Kilometer schaffen. Dann kommt noch hinzu, dass es sehr, sehr warm ist. Es hatte gestern um die 31 Grad. Und wenn man dann einen halben Tag in der Sonne Fahrrad fährt, das ist schon heftig. Da dachte ich mir, okay, schnapp dir mal das E-Bike, du schaffst mehr, ihr könnt mehr sehen. Bisschen weniger Spaß auf den Trails, aber das nehme ich diesmal in Kauf. Außerdem würde ich das Bike eh ganz gerne mal ein bisschen testen, auch wie es so ist, mit dem E-Bike ein paar längere Touren zu machen. Wird lustig. Genau, und ich würde sagen, ich warte jetzt gerade noch auf jemanden. Und zwar hat mir einer bei Instagram geschrieben, der jemanden sucht oder ein paar Leute sucht, mit denen man ein Rad fahren kann. Ich bin da immer sehr offen, dem habe ich dann gesagt, kein Problem. Ich habe die Woche Urlaub, du kannst gerne mitfahren. Und auf den warte ich jetzt noch, den Bernd. Und wenn der kommt, kann es losgehen. Ich werde immer, wenn ein paar Stellen sind, die sich lohnt zu zeigen, euch die zeigen, euch ein wenig mit in die Trails reinnehmen, in den Tag. Ich glaube, das wird richtig lustig. Und ja, viel Spaß. Let's go. Der Bernd ist jetzt auch am Start, ist jetzt gerade gekommen. Wir sind jetzt in Schurbach gestartet. Ja, jetzt haben wir schon ein Drittel geschafft. Bisschen weniger wie ein Drittel. Und genau, wir sind jetzt an der, ja, also normalerweise kann man hier, wenn man Durst hat, seinen Durst löschen am Pfalzbrunnen. Ich zeige es euch mal, ist ja eigentlich eine super Sache, aber da es die letzten Tage nur Sonnenschein hatte, kommt fast kein Wasser. Ich fahre übrigens das E-Bike auf Eco. Schauen wir mal, wann ich auf Standard und Turbo umschalte. Der Bernd ist hier heute auch mit dem E-Bike am Start. Kurze Bike-Vorstellung. Ja, also das ist ein 2020er YT Decoy Comp. Wie man sieht, Fox 36, 170 mm. Schickes Teil. 165 hinten. Lässt sich total entspannt fahren. Also was ich halt persönlich sehr geil finde, ist hier diesen Schutz. Ne? Ja, also der da ist schon, wenn ein großer Stein dagegen fliegt. Macht überhaupt nichts. Interessant ist, hier ist der Shimano E8000er Motor drin und in dem ist ja der Yamaha drin. Zwar noch der etwas ältere, aber ich werde es dann auch mal ausprobieren, ein kleines Stück. Da bin ich sehr gespannt, weil der E8000er Motor ist ja trotzdem schon ein bisschen älter, aber er wird trotzdem noch bei den top aktuellen Modellen jetzt verbaut, also scheint was Gescheites zu sein. Ja, die Komoot App ist übrigens auch am Start. Für alle die, die sie nicht kennen, ich habe sie auch noch nicht so lang. Hier ist sie. Mit der werden wir uns heute ein bisschen führen lassen. Und ich werde die Tour auf jeden Fall auch öffentlich zur Verfügung stellen für euch. Tue ich unten in die Videobeschreibung, dann könnt ihr die gerne auch mal nachfahren oder euch anschauen. Okay, also ich würde sagen, wir fahren weiter. Und als nächstes sehen wir uns dann oben auf der Kyseine. Jetzt geht es hier mal gescheit bergauf. Und mit dem E-Bike schafft man es halt so gut. Ja. Wenn man gescheit neidet. Bernd zieht voraus. Der E8000er Motor. Der gibt alles. Jetzt geht's auf die Zielgerade zu. Juhu, wir sind am Ziel. So. Wir kommen auf der Kyseine. So, da sind wir. Stellen wir das Bike hier mal irgendwo hin. So. Ich zeige euch jetzt mal was hier. Schaut mal her, wo wir hier sind. Tada! Das hier ist die wunderschöne
für seine. Kann man eigentlich recht weit gucken. Geht schon, hier ist es wirklich sehr gemütlich. Wenn sie geöffnet haben, lohnt es sich auf jeden Fall hier einzukehren. Oh, ja, das ist schon Premium hier oben. Das hat schon was. Da geht's runter. Wie ist die Lage? Alles gut. Alles gut. Macht auf jeden Fall Bock. So, hier gibt es Landeskunde. Wir haben Kornberg auch schon. Hier ist der Ochsenkopf. Da hinten meine Freunde. Ah, man sieht es noch gar nicht. Doch, da. Da ist der Ochsenkopf. Da ist der Schneeberg. Also, das ist halt so wegen die Fichtelgebirgskette. Ja. Die kennt man, aber hier üben. Ich meine, hier ist es ja auch noch bergig. Das kennt man nicht. So, wir werden jetzt Trail ballern. Naja, so richtig ballern werde ich nicht mit dem Bike. Ich werde ein bisschen vorsichtig machen. Es ist trotzdem nicht meins. Es ist ein E-Bike, es wird sich anders fahren. Aber es wird, denke ich, richtig cool. Da geht's runter. Und nächstes Ziel wird dann der Haberstein. Was ist das? Würde ich sagen, let's go. Das E-Bike liegt so solide am Trail. Ja. Kette gibt alles. Ah, oh ja, der macht Laune. Schön verblockt. Der ist halt auch schon geil, ne? Aber das Enduro steckt gut was weg. Wow! Alter, schau dir mal den Absatz hier an. Okay, den mache ich jetzt doch nicht. Da setze ich auf. Auf jeden Fall steinig. Sehr, sehr geiler Trail. Macht richtig Spaß. Der lohnt sich auch echt mit einem Enduro. Das Schaltwerk leidet. Es leidet. So, jetzt wird es eher gerade. Der macht gut Laune. Ja, hier merkt man schon, dass man mit einem Nicht-E-Bike mehr Fun hat. Also das Fichtelgebirge ist einfach geil. Ich liebe das Fichtelgebirge. Ich liebe es. Sehr, sehr geil. Juhu. Nice. Der war schick. Gut Bock gemacht. Ui, 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 ui. Alles klar? Das war zu viel. Alter, das war ein Manuel, der zu weit ging. Der ging zu weit. Alles gut? Ja, alles gut. Ich sehe nur so, oh nice, der macht ein Manuel. Und dann sehe ich so sofort, so wie er so nach hinten geht. Irgendwie muss das ja mal üben. Weiter geht's. Die wunderschönen Trails des Fichtelgebirges entdecken. Okay, warte mal. Haberstein, wir müssen hier rein. Ah, geil. Danke. Oh, der zieht schon. Hier musst du echt vorausschauend fahren. Sonst wird es nichts. Wie lang? Ne, keine Chance. Hier ist Ende Gelände. Ach, kleiner Haberstein, da sind wir richtig. Sie haben ihr Ziel erreicht. So, passt mal auf. Nur mal so als Vergleich, ne? Kleiner Haberstein. Das ist er. Ist klein. Ist klein. Ist klein. Kleines Stein im Profil, weißt du. Boah. Und das Geile ist, man kann hier rumgehen. Passt mal auf. Ist ziemlich nice. Muss man nur wegen aufpassen. Okay, jetzt setze ich den Helm noch mal höher auf. Und dann kann man da oben richtig schön Pause machen. Da muss man ein bisschen klettern. So. Upp. Ja, hier ist nämlich ein richtig schöner Platz, wo man sich hinhocken kann. Hier waren wir früher auch immer mit der Family. Sehr, sehr geil.
Ja. Schwitzt ein wenig. Oh, bitte. Hör dazu. Jetzt muss ich aber auch mal was trinken. Ja, wir haben jetzt ein bisschen Pause gemacht am kleinen Haberstein. Jetzt sind wir wieder erholt. Ja, wirklich fertig waren wir auch nicht, aber ist trotzdem ein wenig anstrengend. Also ich bin jetzt das Stück eben bin ich auf Standard gefahren. Der Unterschied ist schon krass von Eco auf Standard, merkt man. Ja, jetzt würde ich sagen, jetzt fahren wir noch zum großen Haberstein. Der ist da gleich ums Eck eigentlich. Und dann heißt es wahrscheinlich noch für einen geilen Trail. Und da müssten wir eigentlich bei der Luisenburg rauskommen. Ja. Luisenburg ist auch richtig schön. Da sind doch immer die Festspiele. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das was. Das werden wir euch dann, wenn wir da sind, mal wegen erklären, was da wegen los ist immer. So, jetzt schauen wir mal, was uns hier so entgegenkommt. Steinig, so wie wir es wollen. Hui! So ganz genau kenne ich mich auch nicht überall aus. Ich bin zwar hier aufgewachsen, aber man sieht ja doch nicht immer alles. Wir sind angekommen. An einem von vielen Dächern des Fichtelgebirges. Geil, oder? Das ist halt hier ein Ausblick. Schaut euch das an. So sieht es hier oben aus. Ah, schön. So sehen glückliche Mountainbiker aus. Auf jeden Fall. Ja, ich kann es nur immer wieder sagen, es lohnt sich ins Fichtelgebirge zu kommen zum Radfahren. Wunderherrlich, wunderherrlich. Also in der Woche kriegt ihr locker voll, da brauchst du euch überhaupt keine Gedanken. Boah, in der Woche, das schaffst du gar nicht alles. Nee, es gibt hier so viele Berge, so viele Trails. Die Höhenmetern, die du hier überwindest. Das Schöne ist halt auch, es ist wirklich für jeden was dabei. Ja. Also ist es natürlich schon so, es ist jetzt nicht so offiziell, dass die Trails irgendwie ausgeschrieben sind. Aber mit der Komoot-App zum Beispiel ist es halt super einfach. Also das kann ich nur sehr empfehlen. Müsst halt immer ein bisschen auf Wanderer aufpassen, weil hier ist natürlich richtig unterwegs, gerade in der Blockszeit. Das sind halt oft einfach auch Wanderwege, die man dann fährt. Da ist halt auch, ich meine, es ist allgemein ja immer so eine Diskussion mit den Fahrradfahrern auf Wanderwegen. Da sollte man trotzdem auch als Radfahrer erstens Obacht geben auf die beim Wanderer. Das ist einfach wichtig, weil das Fahrrad ist nun mal stärker, deswegen wird das sehr ungünstig, wenn man dann einen Wanderer erwischt. Aber bisher ist mir da noch nie was passiert, aber ich passe da auch eigentlich immer gut auf. Also ja, und ich meine, es muss halt auch nicht sein, dass man da voll die Bremsspuren sonst wohin macht. Ich meine, es ist letztlich die Wege werden halt trotzdem irgendwie gepflegt von Leuten. Die muss man jetzt nicht kaputt machen. Gerade hinter den Leuten, die erschrecken teilweise relativ schnell. Richtig, also gerade wenn man halt sieht, dass da Wanderer sind, muss man ja nicht mit Vollspeed vorbeifahren. Weil es gibt halt leider immer wieder Leute, die das hier echt übertreiben und dann an den Wanderern vorbeischüren wie die letzten Verrückten. Muss nicht sein, also ich weiß nicht irgendwie, das sind alles Leute, die hier im Fichtelgebirge einfach die schöne Natur genießen wollen und das finde ich ist einfach blöd, wenn die Fahrradfahrer die Wanderer stören und die Wanderer die Fahrradfahrer. Ich würde mich genauso ärgern, wenn irgendwie auf dem Ochsenkopf auf der Downhill-Line Leute auf einmal rumlaufen und rumschreien, ich auf die Strecke stelle, keine Ahnung, ich meine, ich habe nichts dagegen, auch wenn so Wanderer irgendwie die Strecke mal kreuzen, sich das anschauen oder so. Kein Problem, weil ich bin genauso auch mal auf einem Wanderweg unterwegs. Aber, wie gesagt, immer Obacht geben, nett bleiben, freundlich sein und dann passt das, finde ich. Und jetzt fahren wir geilen Trail zu Luisenburg. Let's go! Wuhu! So, jetzt wird's richtig entspannt. Nicht ganz so steinig wie vorhin. Kann man ein bisschen mehr Gas geben. So geil. Wir sind fast da. So, wir sind da. Hier ist das Feldenlabyrinth. Wir sind jetzt angekommen. Wir sind jetzt bei den Luisenburg Festspielen. Das ist die Freilichtbühne. Ich weiß nicht, der eine oder andere war vielleicht schon mal da. Warst du eigentlich schon mal da? Ich war
Früher als Kind zwei, dreimal da, ja. Ja, ich war auch als Kind mit der Schule auch oft hier. Genau. Es ist halt eine riesen Bühne, komplett draußen im Grünen, teilweise überdacht. Ihr seht von hier, glaube ich, nur ein Drittel. Ja, das ist, also, das ist halt wirklich nur so ein ganz kleiner Bereich. Ich weiß gar nicht, ob man da so einfach hinkommt, dass man reinschauen kann. Weil da ist zu, das weiß ich, und ja, da kommt man nicht rum. Also es ist halt auch nicht so gedacht, dass da jeder reinschauen kann. Das Einzige, wovor man reingucken könnte, ist, wenn man durchs Labyrinth läuft. Das ist, von da oben kannst du reingucken, aber ansonsten schwierig. Stimmt, wenn man da durchläuft. Genau, also das Felsenlabyrinth ist da hinten, da ist der Eingang. Auch sehr schön, gerade mit der Familie, macht richtig Spaß, da mal durchzulaufen. Man muss ja schon aufpassen, wenn man einen großen Rucksack hat, ist an der einen oder anderen Stelle. Oder generell groß ist. Also generell recht eng. Ui, wir kriegen Besuch. Die Überlegung ist jetzt noch zum Kaiserfelsen zu fahren. Und ich denke, das machen wir auch. Ja. Safe, Mann. Uiuiui. Ui, ui. Knappe Sache. Geil, der macht ja auch Bock hier. Oh, Torbett. Woo! Nice. Ja, jetzt sind wir im Bad Alexandersbad. Oh, da sind ein paar geile Treppen, pass auf. Wow. Wasser. Oh, ist das eine geile Abkühlung. Ja. Yeah. Oh, geil. Jo, meine Damen und Herren. Jetzt geht's hier zur Quelle der Natur. Bad Alexandersbad. Der allbekannte Trinkbrunnen, sehr eisenhaltig, aber sehr erfrischend. Ach, das ist einfach geil, das Zeug. Fahren wir ein wenig weiter, jetzt wird es eher langweilig. Jetzt wird man wegen Landschaft sehen. Und später gibt es wieder Trails. Bis dahin. Hier haben wir jetzt wieder so eine typische Trail-Situation. Eigentlich müssten wir da lang, aber wir haben hier gerade was entdeckt. Aber Trail ist halt immer besser als Wald. Trail ist immer besser als Schotter. Und der sieht schon vielversprechend aus. Rein in das Ding. Yippie! Boah, da kannst du abziehen. Woo! Der war geil. Hier rein. Woo! Ja. Rein ins Geröll. Ah, oh, geil. Ja, das war's leider schon. Ja, hallo. Wer seid ihr denn? Was denn? Was hat das denn? Ja, du machst den ja auch völlig falsch. Ich weiß. Ja, den üben wir jetzt. Hier ist perfekt zum Üben. Kurze Einweisung in den Stoppie. Also für die, die es nicht wissen, aber es ist eigentlich klar, beim Stoppie zieht man die Vorderradbremse, hebt sein Hinterrad an, bleibt stehen, lässt es zurückfallen. Ja, hallo? Willst du auch zuschauen? Ist kein Problem. Ich zeig's dir auch. Also pass auf. Du fährst einfach nur. Am Anfang gehst du leicht in die Knie und versuchst es so hochzuziehen. Ob das was werden wird? Schauen wir mal, aber ich denke schon. Mach erstmal lieber langsam. Okay, okay, wir versuchen es anders. Und zwar kein Stoppie, sondern also beim Bunnyhop hebt man ja erst das Vorderrad an und zieht das Hinterrad hinterher. Ja. Dann kannst du natürlich noch, indem du einfach in die Hocke gehst, beide gleichzeitig hochziehst. Und dann kannst du auch nur das Hinterrad anziehen. Das geht ja auch. Ja. Und das brauchst du beim Stoppie eigentlich auch, genau die Bewegung. Also ich ziehe meine Beine nicht an, ne? Richtig. Versuch's erstmal ohne die Bremse nur dein Hinterrad anzuheben. Okay. Also quasi nach hinten lehnen.
um im Schwung nach vorne das Hinterrad hochzuziehen. Okay. Ich mach's nochmal. Guckst du mal von der Seite genau an. Ruhig schön langsam, gehst nach hinten und ziehst es an. Kleine Training-Session hier. Ja, jetzt halt. Ja, jetzt wird's. Das ist der Impuls, den du geben musst. Wie wir aus allen Sportarten wissen, alles ist Training. Alles Training. Und dann würde ich sagen, fahren wir demnächst mal weiter. Schauen wir mal, was wir noch für kleine, lustige Trails entdecken. Hier geht ein Trail runter. Den checken wir dann mal aus. Ah, so. Wir sind jetzt auf der Steinberghütte. Die ist da hinten. Ah, war doch ein ganz schöner Anstieg jetzt. War sie mit dem normalen Bike? Kann man machen. Ist halt anstrengender. Aber halt vielleicht in der Hälfte der Geschwindigkeit. Ja, vor allem bei der Hitze halt. Ja. Es ist halt wirklich, wie viel Grad hat es jetzt gerade? Ich schätze mal so 26, 27. Ich denke auch 26, 27 Grad. Mit auch zu. Sind safe. Ja, gut. Das war's dann auch schon. So, wo sind wir? Burgsteinfelsen. Schick. Wird wahrscheinlich unser letzter Aussichtspunkt für heute sein. Ein weiteres Dach der Welt. Ja, da sind wir. Suicide No Hand runter. Oh ja. Ja. Rampage-Niveau. Da runter. Sieht echt heftig aus auf der Cam. Ja, schon schön hier. Ach ja. Also, wir bestreiten jetzt die Heimreise an. Oh ja, hier geht noch mal was. Hier kannst du abziehen. Woo! Yeah! Geht gut was. Ja! Wo muss das? Geil! Alter. Der hat geboxt.